Jetzt lesen wir das Gedicht Puppen von Ernst Stadler, das 1914 in seinem berühmten Gedichtbuch Der Aufbruch zuerst erschienen ist. Stadler war einer der berühmtesten Expressionisten. Er wurde 1883 in Colmar geboren, wurde schon 1910 Professor für Literatur, und zwar an der Universität Brüssel. Aber 1914 musste er in den Weltkrieg ziehen und ist schon im Oktober 1914 gefallen. Der Gedichtband Aufbruch war seinem Freund René Schickele gewidmet, ebenfalls ein Elsässer, ebenfalls 1883 geboren. Und aus einem handschriftlichen Vermerk von Schickele weiß man, dass das Gedicht Puppen die Puppen der Künstlerin Lotte Pritzel darstellte. Lotte Pritzel hatte seit 1908 in München Puppen hergestellt, Wachspuppen, kleine Plastiken, die bald berühmt wurden. 1912 erschien ein großer Aufsatz in der Zeitschrift Deutsche Kunst und Dekoration. 1914 hat Rilke einen Aufsatz über die Puppen von Lotte Pritzel für die Zeitschrift Die Weißen Blätter verfasst. Die Zeitschrift Die Weißen Blätter erschien im selben Verlag wie der Gedichtband Der Aufbruch, aber erstaunlicherweise hat Stadler nicht Rilke rezipiert, sondern den Aufsatz von 1912 aus der Zeitschrift Deutsche Kunst und Dekoration, der mit vielen Abbildungen erschienen war. Die Abbildungen passen zu Stadlers Gedicht, der die Puppen wahrscheinlich nie selbst gesehen hat, sondern nur aus diesen Abbildungen kannte. Bitte, Uli. Puppen. Sie stehen im Schein der Kerzen, geisterhafte Paare, spöttisch und kokett in den Vitrinen, wie einst beim Menuett. Der schönen Hände schürzen wie zum Spiel die Krinolinen und lassen weich gewölbte Knöchel über Seidenschuhe blühen. Die Kavaliere reichen galant den degenfreien Arm zum Schritt und ihre feinen, frechen Worte, scheint es, streichen wie hell gekreuzte Klingen durch die Luft, bis sie in kühlem Lächeln über ihrem Mund erstarren. Indes die Schönen in den wohlerwogenen Attitüden sanft und träumerisch verharren, so stehen sie, abgesperrt von greller Luft, in den verschwiegenen Schränken, hochmütig, kühl und fern, und scheinen lang vergessenen Abenteuern nachzudenken. Nur wenn die Kerzen trüber flackern, hebt ihr dünnes Blut sich seltsam an zu wirren. Dann fallen Funken in ihr Auge, heiße Worte scheinen in der Luft zu schwirren. Der schönen Leib erbebt, im zarten Puder der geschminkten Wangen gleißt ihr Mund wie eine tolle Frucht, die Lust und Untergang verheißt.